Heute stellen wir uns außerdem eine wichtige Frage. Wie sicher sind die deutschen Flughäfen eigentlich? Das fragt man sich vor allem, nachdem es Aktivisten offenbar völlig ohne Probleme auf die Rollbahnen schaffen und sich an die Landebahn kleben. Als Fluggast fühlt man sich ja eigentlich immer gut kontrolliert. Aber was ist mit dem Flughafengelände, mit Zulieferern im Sicherheitsbereich, den tausenden Menschen, die am Flughafen arbeiten? Wir sprechen damit mit Andreas Roßkopf. Er gehört zur Gewerkschaft der Polizei, ist zuständig für die Bundespolizei und auch den Zoll. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Merkel. Wenn wir ein Zeugnis für die deutschen Flughäfen ausstellen müssten, hätten wir da eher so ein Gut oder wären wir vielleicht doch eher im gerade so ausreichenden Bereich? Ich glaube, man muss es tatsächlich zweiseitig betrachten. Einmal für die Sicherheit der Reisenden selbst, die ein- und auschecken, für das Gepäck, das sie mitbringen, das letztendlich auch sicherheitstechnisch betrachtet wird. Und da würde ich eine gut bis sehr gut Note aussprechen, denn da sind wir top aufgestellt. Die zweite Seite und andere Seite ist der Außenschutz des Flughafens. Und da tatsächlich, wie wir gestern in Frankfurt, vorgestern in Köln-Bonn, an Pfingsten in München und im letzten Jahr in Düsseldorf und in Hamburg gemerkt haben, da haben wir Nachholbedarf. Und da würde ich tatsächlich schulnotenmäßig eine 4, also eine ausreichend, ausstellen. Genügt einem eigentlich nicht. Und man wundert sich, warum auch immer erst was passieren muss, bis man so richtig aufmerksam auf das Problem wird. Also wir alle haben die Berichte gesehen in den letzten Tagen. Aktivisten, die da eben einfach völlig ungehindert auf das Flughafengelände und auf die Rollbahn kommen. Wie muss sich denn die Sicherheit an deutschen Flughäfen verändern? Also wo sind da auch die Sicherheitslücken, in die eventuell Geld oder auch Mitarbeiter gesteckt werden müssen, damit man sowas verhindert? Ja, wir haben gestern in Frankfurt sehr deutlich gesehen, dass mit einem einfachen Maschendrahtzaun gewisse Bereiche des Flughafens geschützt sind. Das heißt, mit einem einfachen Bolzenschneider aus dem Baumarkt wurde Zugang erreicht. Und das darf natürlich nicht sein. Hier muss der Gesetzgeber, sprich die Bundesregierung mit den Landesregierungen zusammen, klare Vorschriften machen, Rechtsverordnungen erlassen, wo klar definiert ist, dass diese Art von Zaun zum Beispiel aus einem ganz anderen Material bestehen muss, dass wir mit Kameratechnik, mit Sensorentechnik lückenlos diese Außenzäune überwachen müssen. Die Flughafenbetreiber sind dafür verantwortlich. Wir haben Parameter, die aber zu lapidar sind. Hier muss ganz klar nachgeregelt werden, damit wir in ganz Deutschland einen einheitlichen Standard hinbekommen. Die Union hat jetzt auch zu dem Thema Aktivisten vorgeschlagen, dass man diese Aktivisten natürlich strenger bestrafen muss oder dass man ihnen auch Aufenthaltsverbote am und im Flughafen aussprechen muss. Das wiederum muss ja dann die Bundespolizei irgendwie durchsetzen oder kontrollieren. Ist sowas realistisch? Ja, in erster Linie, wie ich sagte, ist der Flughafenbetreiber zuständig für den Schutz des Flughafens. Das heißt, mit privaten Sicherheitsdiensten oder eigenen Sicherheitsdiensten muss er den Schutz betreiben. Die Bundespolizei ist natürlich immer mit in der Verantwortung. Und hier regelt zum Glück der Gesetzgeber anscheinend richtig nach. Das Bundeskabinett, die Ministerin und der Kanzler haben auf den Weg gebracht eine Verschärfung. Sie haben es angesprochen. Denn bisher ist das Eindringen auf einen Flughafen mit Geldstrafe bedroht. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Wir gehen jetzt den Weg hoffentlich, dass wir das mit Freiheitsstrafe bedrohen, bis zu 2,5 Jahre Freiheitsstrafe. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Das sind empfindliche Strafen und dadurch wird sich jeder zweimal überlegen, ob er in einen Flughafen eindringt oder eben nicht. Ja, und für mich ist das schon auch wirklich völlig verrückt, wenn ich diese Bilder eben sehe aus den letzten Tagen, weil im Flughafengebäude, da ist ja der Sicherheitsstandard super hoch. Man muss noch den Gürtel ausziehen und auf keinen Fall ein Wasser mit reinnehmen und die Kinder wägen werden nochmal und so, was ja auch gut ist. Und dann sieht man aber eben, dass ich von außen da eigentlich einfach rauflaufe. Ist die Angst davor auch berechtigt, dass wenn es ein Aktivist schafft, es vielleicht auch Menschen mit noch schlimmerer Absicht schaffen, auf dieses Gelände einzudringen und vielleicht auch Schlimmeres passiert? Tatsächlich stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn Aktivisten, und das ist schon schlimm genug, in den Flughafen kommen, aber was passiert, wenn Terroristen in den Flughafen kommen? Und genau deswegen muss hier sehr schnell reagiert werden. Das ist nicht ganz einfach. Man muss sich mal überlegen, alleine der Zaun am Flughafen Frankfurt hat über 30 Kilometer Länge. Aber das darf kein Grund sein. Wir müssen hier ganz schnell nachbessern, um letztendlich Schlimmeres zu verhindern.
im Vergleich auch weltweit, wie machen das denn andere Flughäfen? Also jetzt von Mallorca über Antalya bis Asien oder die USA, wie stehen wir da im Vergleich da? Ja, wir haben zum Glück durch die Europäische Union im Jahr 2010 eine Rahmenverordnung festgelegt bekommen. Das heißt, Sicherheitsstandards, die vorgegeben worden sind, ein Mindestsicherheitsstandard. Und danach müssen sich alle europäischen Flughäfen letztendlich richten. Das heißt, wir haben einen relativ guten Schutz dieser Flughäfen insgesamt. Schauen wir Richtung USA, die im Jahre 2001 durch Terroristen merklich ins Mark getroffen wurden, nämlich die Entführung von Flugzeugen und dann das Einfliegen in die World Trade Center. Da ist die USA aufgewacht, hat sich der Sache ernsthaft angenommen, eine eigene neue Behörde geschaffen, die dafür zuständig ist, den Schutz unter anderem an den Flughäfen zu organisieren. Die arbeiten hier mit höchster Technik, mit hohem personellen Einsatz, um den Schutz bestmöglich zu gewährleisten. Ich halte fest, wir haben einen Schutz um den Flughäfen weltweit, europaweit, aber er ist verbesserungswürdig. Mhm. Und hoffentlich reagieren wir, bevor eben irgendwas Schlimmes passiert. Andreas Roskopf, live zugeschaltet von der Gewerkschaft der Polizei. Vielen Dank an der Stelle. Aber wer haftet eigentlich, wenn das Flugzeug in den Urlaub dann verspätet oder gar nicht abheben kann, weil es auf dem Flughafengelände zu Störungen kam beispielsweise, so wie jetzt eben durch die Aktivisten? Das wiederum weiß unser Anwalt für Reiserecht, Rosbi Karimi. Dann handelt es sich für die Fluggesellschaft um einen sogenannten außergewöhnlichen Umstand. Das bedeutet, die Ursache des Flughindernisses liegt außerhalb der Kontrolle der Airline. Und deswegen ist die Fluggesellschaft zumindest nicht verpflichtet, den Fluggästen eine Entschädigung nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung zu zahlen. Aber trotz der außergewöhnlichen Umstände bleibt die Pflicht der Fluggesellschaft schon noch bestehen, sich um die Passagiere zu kümmern. Und das beinhaltet eine kostenlose Hotelunterkunft, die Transfers vom und zum Flughafen. Und Fluggäste haben natürlich auch einen Anspruch auf eine angemessene Ersatzbeförderung. Oder wenn der ursprüngliche Flug dann eben letztendlich annulliert ist oder halt erheblich verspätet ist, dann kann auch der kostenlose Rücktritt erklärt werden und die Airline muss die Ticketkosten vollständig binnen 7 Tagen erstatten. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.